Zu dem Preis gibt es woanders nur die Fußmatten. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 € pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Hallo, mein Name ist Philipp Friedemann, ich bin Trainer bei der Fußball-Talentschmiede Berlin und ich zeige euch jetzt meine Traumelf. Dazu muss ich sagen, dass es sehr viele Jungs gibt, die ich trainiert habe und mit denen ich sehr gerne wieder zusammenarbeiten würde, aber ich musste mich ja hier für 11 entscheiden und durfte noch zusätzlich einen 12. als Trainer benennen. Aber es war bei allen Positionen eine ganz, ganz knappe Entscheidung. Aber wie gesagt, musste ich mich manchmal für einen Namen entscheiden. Und ich fange mal im Tor an. Im Tor bei mir ist Norman Giese, mit dem ich im letzten Jahr in der U16 bei TB war, das mit David Richter, einer meiner Torhüter. Der spielt jetzt beim Halleschen SC und ist hier bei mir in meiner Traumelf im Tor. Als rechten Verteidiger habe ich Sinan Ali Ufak, der auch in der U16 bei TB bei mir gespielt hat und da auf mehreren Positionen gespielt hat, oft auch als linker Verteidiger. Aber da, und damit mache ich weiter, Nick Halt ist, der in der U15 bei Tennis Borussia spielt und da auch bei mir gespielt hat. Da der linker Verteidiger in meiner Traumelf spielt, habe ich Sinan Ali Ufak auf rechts gesetzt. In der Innenverteidigung habe ich zum einen Julian Hartmann, der in der U16 von Tennis Borussia mein Spieler war und da fast alle Spiele durchgespielt hat, eine sensationelle Saison in der Innenverteidigung gespielt hat und jetzt gerade bei der U17 in der Bundesliga in Braunschweig spielt. Und daneben Lukas Maschiewski. Lukas, wenn ich deinen Namen falsch geschrieben habe oder da irgendwie ein Schreibfehler ist, bitte ich dich, das zu entschuldigen. Aber ist ja nicht der leichteste Name. Aber Lukas und Julian Hartmann sind in meiner Innenverteidigung. Davor habe ich einmal einen jetzigen U15-Spieler von Tennis Borussia, den ich auch dort trainiert habe, Emir Can Genzel, der dort auf der Sechserposition meine Wahl ist, der sehr viele gute Spiele gemacht hat und immer seinen Weg bestimmt auch weiter gut gehen wird. Ein sehr ehrgeiziger Junge, immer in jedem Training war. Und daneben ein ähnlicher Spieler, der ein Jahr älter ist, der jetzt in der U17 bei Tennis Borussia spielt, letztes Jahr mein U16-Spieler war bei TB, mit Effe Önal, der nicht immer eine ganz leichte Saison hatte im letzten Jahr, immer mal auch Rückschläge hatte und deswegen nicht immer die ganze oder hätte sonst wahrscheinlich mehr Spielzeit hätte bekommen können, aber auf jeden Fall ein Spieler, der auch schon zur Nationalmannschaftsauswahl berufen wurde und der auf jeden Fall sehr große Qualitäten als Sechser hat. Davor Usmat El Ali, der jetzt hier als Zehner steht, der auch mein Spieler war in der U16 von TB im letzten Jahr und dort Effe Önal war dort Kapitän, er war der zweite Kapitän und hat da auch eine überragende Saison gespielt, hat sehr viele Tore, da hat er auch Sechser gespielt und hat die meisten Tore von den defensiveren Mittelfeldspielern oder allgemein von den Mittelfeldspielern in der Liga letztes Jahr geschossen, wenn man eben da die Stürmer und die offensiven Mittelfeldspieler rauslässt. Vorne sind auf den Außen zwei Spieler, die ich in der U15 von Tennis Borussia trainiert habe. Einmal Ertun Stemitz und auf der anderen Seite Reda Katra. Zwei super schnelle Spieler. Also ich würde sagen, in der aktuellen C-Jugend Regionalliga Nordost die beiden schnellsten Spieler definitiv und auch super, super torgefährlich. Reda Katra, einer unserer Berliner Nationalspieler auch aktuell im Kader der Nationalmannschaft. Und vorne rundet sich die Elf ab mit Mohamed Kibrit, der letztes Jahr auch bei mir in der U16 gespielt hat von Tennis Borussia, dort oft auf der 10 gespielt hat und uns mit seinen Toren, ist letztes Jahr Torschützenkönig auch geworden in der Liga, mit auch zu dieser wirklich fantastischen Saison mit sehr vielen Toren und einem neuen Torrekord in der B-Jugend-Verbandsliga verholfen hat. Dazu habe ich als Trainer einen Spieler, den ich vor 2 Jahren bei Tennis Borussia in der damaligen U16 trainiert habe, mit Fabian Dimke. Der spielt jetzt in der A-Jugend bei Braunschweig und der hat sich damals schon ausgezeichnet, zum einen als super Sechser, aber eben auch immer als Spieler, der ganz viel mitdenkt, der immer auch den Kontakt zum Trainer gesucht hat und der, wenn er
keine Spielerkarriere macht, sicherlich auch die Chance hat, mal ein guter Trainer zu werden, weil er schon als Spieler immer sehr, sehr viel mitgedacht hat und sehr wie ein Trainer schon gedacht hat. Das ist meine Traumelf. Weit unter Tarif bezahlt, mault aber nicht. Mieten Sie den Vito für nur 6,90 pro Stunde bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung.